Hallo ihr Lieben, Olga, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu den Taste-Test. Heute mit Katjes Fred Ferkel, das alte Frontschwein. Wie komme ich jetzt auf Frontschwein? Das ist eine Spielereihe, beziehungsweise ist eigentlich nur ein Spiel für die PlayStation 1, was mich sehr begleitet hat, sehr geprägt hat. Und immer wenn ich so ein Schwein sehe mit so riesigen Augen, muss ich an Frontschwein denken. Sieht vielleicht so aus wie so ein Frontschwein. Von dem PlayStation 1 Klassiker. Ja, dürfen wir vorstellen, Fred Ferkel, das wohl süßeste vegetarische Ferkelchen der Katjes Welt. Deshalb naschen wir unseren fröhlichen Fred aus weichen Schaumzucker und Fruchtgummi ganz besonders gern und haben ihn ins Herz geschlossen. Finden ihn nämlich sau lecker und super fruchtig. Das gibt ihn gleich in drei tollen Sorten. Seine kleinen rosaroten Ohren schwingen nach Erdbeer, Kirsche oder Himbeer. Das steht hier drauf. Und da bin ich mal gespannt. Ist wieder vegetarisch. Mir wurde nicht in den Kommentaren geschrieben, dass diese Schlümpfe von Haribo so eklig waren, weil die sehr vegetarisch waren. Der Witz ist, ich habe schon viele Sachen von Katjes getestet, die auch vegetarisch sind. Und da muss ich sagen, da hat mir das immer richtig gut gefallen. Da hat mir das richtig gut geschmeckt. Von daher denke ich mal nicht, dass es jetzt super eklig wird, aber wir schauen mal. Rein mit dem Frontschwein, ich habe keine Schere, kriege ich das auf, ja. Wir haben ja auch schon die Panda-Bären. Hier sind die Trapsi, glaube ich. Und die haben ja auch super gut geschmeckt. Also, bin ich mal gespannt. Jetzt schön pink. Ich hätte heute auch was richtig Pinkes anziehen sollen. Aber hier ist auch ein bisschen pink. Hier ist die pinke Schleife. Also, nicht ganz unvorbereitet. So. So sehen die aus. Halt nicht ganz so schön wie auf der Verpackung. So ziemlich hässlich. Ich hätte Angst, wenn der mir nachts begegnet. Der Fred Ferkel. Und andere sieht genauso aus. Also was sie jetzt hier geschrieben haben, drei verschiedene Geschmacksrichtungen, das stimmt doch gar nicht. Oder habe ich jetzt völlig Pech gehabt? Habe ich jetzt dreimal Pech gehabt? Ich glaube, die schmecken alle gleich. Ich sehe da keinen Unterschied. Vielleicht ist das noch pinker? Nee. Irgendwie nicht. Ja, doch, ein bisschen. Seht ihr da einen Unterschied? Ein bisschen nur. Schauen wir mal. Ich werde jetzt 5 Fred Ferkel so essen und dann gibt es mal ein Fazit. Riecht auf jeden Fall sehr künstlich. Wie irgendwas aus dem Kindergarten. So Kindergarten-Knietspielzeug. So riecht das. Schaumzucker halt. Schmeckt ganz gut. Nicht so gut wie die Tapsis. Sehr erdbeerig, sehr girly. Passt irgendwie zu mir. Aber schon sehr, sehr süß. Aber es schmeckt. Ich sag ja, wenn ihr vegetarische, vegane Sachen kaufen wollt, gut, das ist jetzt vegetarisch, vegan gibt es glaube ich auch, dann ist Katjes die Marke, die ihr supporten solltet. Wenn Haribo vegetarisch macht, schmeckt überhaupt nicht. Was wir hier gesehen haben, beim Schlümpfen. Sehe ich den? Ich glaube, der hat etwas hellere Ohren. Das hat richtig gut geschmeckt. Ich glaube, es war Himbeere. Was war jetzt hier drin? Ich habe ein Kurzzeitgedächtnis. Es ist hier mit Alzheimer. Ich bin auch schon fast 27. Ich glaube, das erste war Erdbeere. Und das war Himbeere jetzt. Ja, Himbeere schmeckt richtig gut.
Aber das Blöde ist, ich sehe hier halt keinen Unterschied. Vielleicht erwische ich jetzt alle treu. Aber sehr wahrscheinlich halt nicht. Mann. Die haben halt alle pinke Ohren. Manche sind intensiv pink, manche nicht. Aber soll ich denn jetzt wissen, was die richtigen sind? Mann, ich bin voll überfordert. Am Ende werde ich hier selber noch zum Schwein. Ich sehe das schon. Habt ihr es gehört? Es geht schon los. Oder war das etwa Fred Ferkel? Ich grabe jetzt hier und grabe nie irgendwie. Leute, die sehen alle gleich aus. Also, ich nehme jetzt hier noch diese drei Stück. Die esse ich jetzt so auf und nehme zu Fazit. Also, das, was ich zuerst hatte, die Erdbeere, war sehr girly, sehr süß. War okay. Müsste ich jetzt nicht immer essen, aber hat ganz gut geschmeckt. Wäre so ein 6,5 von 10 Punkten. Die Himbeere war echt richtig klasse. Ich wäre so eine 8,5 von 10 gewesen und jetzt hätte ich noch gerne die Kirsche. Vielleicht finde ich die ja auch zuvor. Ich glaube, das war die Kirsche. Schmeckt nicht nach Kunstkirsche, was schon mal wichtig zu erwähnen ist. Und sie hat geschmeckt. Sie hat tatsächlich geschmeckt. War aber irgendwie nicht intensiv. Also ich musste echt lange darauf kauen, bis so leicht Kirschgeschmack kam. Es war mir jetzt wirklich die Kirsche, ich habe Glück gehabt. Sag mal so, falls jetzt besonders, würde ich auch so 6,5 von 10 geben. Also overall könnt ihr euch wahrscheinlich jetzt schon denken, was ich Fred Ferkel gebe. Film ist jetzt schlechter als Tapsi, aber immer noch sehr gut. Ich finde, Fred Ferkel, sei es jetzt Himbeere, Kirsche oder Erdbeere, schmeckt eigentlich ganz cool. Mein Favorite ist definitiv die Himbeere. Die hat einen perfekten Balance aus Süße und Frucht. Nicht zu süß, perfekt eingestimmt. Kirsche finde ich ein bisschen zu schwach. Und die Erdbeere finde ich zu heftig, super in your face süß. Von daher würde ich mich so auf der Mitte treffen, 7 von 10 Punkten insgesamt. Schmeckt auf jeden Fall sehr geil. Für den Sommer sehr empfehlenswert, weil es alles so ein bisschen erfrischend ist. Ne, Kirsche, Himbeere, Erdbeere. Schöne Sommersachen. Schmeckt im Sommer besonders gut und ich sag mal so. Damit macht man nicht viel falsch. Klar kann man sowas auch im Winter essen, aber ja, würde ich mir tatsächlich nochmal kaufen. Die schmecken. Finde ich cool. Vielleicht kann man die sogar mit den Tapsis mischen. Vielleicht schmecken die sogar in Kombination. Ich muss sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass die so gut schmecken. Ich kaufe immer so exotische Sachen, wo du denkst, wer kauft das eigentlich? Wer kauft Fred Ferkel? Wer geht jetzt in die Edeka von euch und sagt, ja, ich gehe jetzt in die Edeka, ich brauche auf jeden Fall Nachschlag von Fred Ferkel. Habe ich noch nie gehört. Habe noch nie jemanden gesehen, der es überhaupt kauft. Aber euer Girl, das opfert sich. Und ich hab's nicht bereut. Schön, dass man so experimentierfreudig ist, wie die Liebe ist das hier. Findet man immer neue Gems in den großen Walden des Supermarktes. Und Fred Ferkel, zähl ich jetzt dazu. Haut mich jetzt nicht vom Stuhl, aber schmeckt echt gut. Kann man wieder kaufen, definitiv. 7 von 10 Punkten für Fred Ferkel. Falls ihr Fred Ferkel kennt oder andere Katjas. Gummibären, Feigengummi, ist das überhaupt andere Katjas Süßigkeiten? Schreibt es gerne in den Kommentar. Würde mich mal interessieren.
Gott, ihr Lieben, da würde ich sagen, Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Und ich hoffe, ich fange jetzt nicht an, wie so ein Schwein zu klingen. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!